Leinen los für die Mitstreiter. Bootsmann Michele ist bereits auf der Suche nach Matrosin Hatice. Da ist sie. Ich glaube, sind Sie, ja? Ja. Michele, ich lache gerne. Und ich mag liebe Frau, wie Sie auch. Und wunderschönes Wetter haben wir auch mit. Ja, das ist herrlich. Das ist schon schön. Schau, schau, fängt schon an. Das schauen wir. Der Italiener, ne? Geht schon los, ne? Ob die Konkurrenz sich so einlullen lässt? Annika und Tanja sind anspruchsvoll und haben hohe Erwartungen. Maritimes Flair, würde ich sagen. All die schönen Krabbenfischerboote, also das bringt schon Laune und hat seinen eigenen Stil. Ich erwarte Meeresfrüchte eher, Fischgerichte, die ich mich drauf freue. Christoph und Katrin freuen sich auch auf die Rivalen und sind ganz cool. Oder doch nicht? Ja, sicherlich ist man ein wenig aufgeregt. Ja, mega aufgeregt. Die Nacht war kurz. Aha. Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Freuen uns auf einen schönen Tag mit euch. Also, dann mal los, geht schon mal rein. Dankeschön. Wir kommen gleich nach. Also, der Christoph achtet doch schon aufs Detail, denn sein rosa Haarband passt auch zu seinem rosa Hemd. Stimmt tatsächlich, Christoph, Alter. Oha. So, die Kollegen sind da. Jetzt zeigen wir denen erstmal, wie frischer Fisch geht. Genau. Vorher werfen die Kollegen aber einen Blick aufs Interieur. Nett aus. Schöne offene Küche. Mhm. Ja, ne? Schöne offene Küche. Riecht auch lecker. Riecht, ja. Paideco hier sind nicht meine Dinge. Wir zum Beispiel auf dem Fenster da, die blaue Flasche da, rote und gelbe und das alles. Also auch Serviette auf dem Tisch und solche Sachen. Okay, da sieht man mal, wie unterschiedlich dann die Geschmäcker sind. Ne? Mir fehlt so ein bisschen das maritime Flair. Ja, wir sind ja hier am Hafen, aber ich sehe hier irgendwie nichts Maritimes. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier zum Beispiel Fischernetze findet, vielleicht etwas mit Piraten oder dass man ja maritime Dekoration hat und auch in Bezug, wenn es heißt die Krabbe, dass man etwas mit Krabben findet. Es hängen Leuchtturmbilder etc. Man weiß, es geht um Fisch, man ist direkt am Hafen. Das ist für mich schon in Ordnung. Aber das ist ja interessant, wie das gesehen wird. Zu wenig Fischanmutung im Fischrestaurant? Geht die Krabbe am Hafen etwa jetzt schon baden? Oh, Speisekarte kommt. Einen schönen guten Abend euch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dann wünschen wir euch schon mal einen schönen Abend. Danke. Das ist übrigens Martin. Der wird euch den restlichen Abend auch bedienen. Hallo, danke. Schönen guten Abend. Hallo. Ich würde mal so sagen, der geborene Kellner. Wir haben heute noch ein Tagesdessert, was ihr nicht auf der Karte findet. Beerenfrüchte mit Sabayone. Das ist immer noch nicht ein norddeutscher Sprecher, ne? Sag ich mal, ne? Voll geil. Kellner Martin kommt super an. Die Speisekarte auch. Meine Meinung von der Speisekarte muss nicht eine Werbung für Brauerei sein. Die Brauerei sponsert viele auch, aber die Speisekarte muss nicht sein. Also ich hätte ja heute Lust auf Fisch. Was meinst du, Annika? Gerne. Ich habe auch Lust auf Fisch, aber ich glaube, nehmen Lapskaus. Der Italiener isst Lapskaus. Da bin ich mal gespannt. Und Kellner Martin freut sich auf spannende Bestellungen. Tanja und ich hätten gern die Krabbensuppe, und das Zanderfilet. Ja, Zanderfilet, Zander haben wir im Moment nicht. Wir haben Winterkabeljau, den Skrei. Stattdessen vielleicht? Ach, hört sich auch gut. Was sagst du? Du, finde ich gut. Naja, das ist schon auch in Ordnung, wenn man mal dann was aussagt und das mit einer guten Alternative belegt, finde ich. Ne? Das kann ja passieren. Na klar, in Katrins Kombüse laufen unterdessen die Vorbereitungen. Das will sich Hatice nicht entgehen lassen. Hallöchen. Hallo. Mein Eindruck von der Küche, es ist etwas eng und alles andere ist es sehr zerstreut. Da sind viele Wege, wenn man irgendwas braucht. Kochbereich, ich hätte nicht da gemacht. Hatice, herzlich willkommen in der großen, echten Gastronomie. Ne? Jetzt machen wir die Krabbensuppe. Ja. Kannst gerne zuschauen, wie machst du denn deine Krabbensuppe? Also, was brauchen wir für die Krabbensuppe als erstes? Krabbenschale. Yes! Die Krabbenschalen brauchen sehr viel Roststoffe. Das heißt, ich habe sie hier schon mal im Ofen vorgeröstet. Du riechst? Ja. Super. Frisch. Kommen natürlich alle hier rein. Wenn man das so sieht, dass das mit einem frischen Ansatz gemacht ist, das finde ich schon gut. Das ist ein Klassiker, den wir jetzt da sehen. Klasse. Dann habe ich hier auch noch eine Zwiebel. Die machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen klein. Also ich fand es widersprüchlich. Also wenn ich Röstaromen, dann lege ich auch Wert, dass ich dann die Zwiebeln auch dann schön röste, also die dann auch schön kräftiger brate. Abwarten am Ende des Tages zählt immer dann auch der Geschmack, ne?
Was kommt denn noch rein? Jetzt nehmen wir Fischfond. Ja. Hier natürlich haben wir den schon fertig. Ja. Der Fischfond wird aus Karkassen gekocht. Den gebe ich jetzt einfach hinzu. Aha. Und dazu kommen auch noch ein leckerer Weißwein und Gewürze. Wir kochen sehr viel mit Butter. Mhm. Und du weißt, dass man das Butter schnell verbrennt. Ja. Das heißt, wir klären Butter jeden Tag und nehmen das für Fischbraten, für die Bratkartoffeln. Du weißt, Hüftgold. Fein. Immer lecker. Ja. Gemüsesuppe und kochen wir selber. Und da unten ist es Molke. Was machst das ist Molke. Es wird durchgesiebt. Und die wird durchgesiebt. Und was machst du mit der Molke nachher? Die ist dann weg. Die Molke ist es wegschmeißen. Das ist verschwenderisch. Also ich kläre meine Butter auch, aber das ist auch eine eigene Philosophie. Ne? Das ist der Hatice-Style. Damit kannst du deine Fisch, Fleisch, Reis, Bulgur würzen. Das ist ein Aroma. Ich verrate das auch ist wunderbar. Ich verrate wirklich, auch das ist so schade. Weg ab Suppe. Ja, ich weiß. Vielleicht unterhalten wir uns beide nochmal. Ja, das machen wir. Ihr werdet probieren bei mir. Das ist mein Gold. Mein wirklich mein Gold. Was die Butter angeht, gibt es noch Klärungsbedarf. Aber weiter im Rezept. Zeige ich dir jetzt, wie wir unsere Krabbensuppe fertigstellen. Tomatenmark. Also auch schätzungsweise gar nicht ja, viel, ne? Also das, ist kommen, das ja. sind jetzt, nein, das, ja, es sind 2,5 Liter Krabbensuppe, die ich jetzt hier habe, ne? Und da gebe ich einen Esslöffel Tomatenmark bei, ne? Das kann man auch ein bisschen Freestyle machen, ne? Kochen fängt da an, wo das Rezept aufhört, sage ich immer, ne? So, dann brauche ich Mehl. Katrin ist auch gelernte Diätköchin. Verzicht ist bei diesem Rezept aber eher nicht angebracht. Dann brauchen wir noch ein Schneebesen. So, und jetzt habe ich hier unsere Krabbensuppe, den Krabbensud, den wir dort kochen. Magst du ihn einfach so schon mal probieren oder lieber nicht? Ist halt Power, ne? Ist halt nichts drin. Und wie schmeckt der Zaubertrank? Fein. So. Schön krabbig. So, jetzt schau her. Jetzt mache ich. Fein. Kipp ich den Krabbenfond. In diese Suppe. Pürierst du nachher oder lässt du so? Es wird nur durchgesiebt. Durchgesiebt, also ja. nicht die Zwiebeln, also alles pürieren. Nein, okay. Genau. Wir passieren das Ganze. Okay. Und dann jetzt muss das einmal stark aufkochen. Nach und nach lüftet die Küchenchefin ihre kleinen Geheimnisse. Martini. Ha, lerne ich dazu. Pernod und ein bisschen Martini, das kann man locker da reingeben, passt immer zu Fisch. Ne? Da probiere ich bitte gleich noch mal, weil in der Art kenne ich wirklich nicht. Betreibt Hatice hier etwa Gastronomie-Spionage? Und? Nicht meins. Oh. War mir unangenehm. Ich habe den Krabbengeschmack nicht mehr da. Und das ist übertönt, das Ganze. Okay. Den Krabbengeschmack kriegst du nicht mit so ein bisschen Alkohol weg. Also da bin ich jetzt nicht bei Hatice. Sie muss jetzt noch passiert werden. Sie wird ja noch, eigentlich kommt jetzt noch Sahne, die wird aufgeschäumt. Das ist eine Krabbenschaumsuppe. Vielleicht kommt der Geschmack dann für dich noch vielleicht noch ein bisschen anders zurück. Das mag sein. Hat sie wirklich super reagiert. War sie. Ja, das tat mir auch sehr leid. Vielen, vielen Dank. Ja. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das hat super gemacht, wirklich. Ja, so ein vernichtendes Urteil macht einfach Spaß. Entsprechend gut gelaunt geht's an die Vorspeise. Bitte schön. Einen guten Appetit. Guten Appetit. Wohl bekommt's euch. Das ist ja gut auch. Ich denke, mit unserer Qualität brauchen wir uns nicht unbedingt verstecken. Tanja und Annika versuchen ihr Glück mit der Krabbenschaumsuppe. Auch Michele mag diese Schalentiere, er nimmt den Krabbenlöffel. Und Hatice probiert die Möhren-Ingwer-Suppe. Das sind meine Bussum-Krabbe. Bussum-Krabbe? Herrlich. Wenn der schon spricht, möchte man bei ihm eine Pizza essen gehen, oder? Schöne Remoulade, ich glaube. Ich habe es gemacht. Es ist ein schöner Gacht und alles, der ganze Remoulade. Bussum-Krabbe sind Spezialität von hier. Und passt dazu schon wie ein typisch Nordsee-Bruschetta, so sage ich.
sind ein bisschen Remoulade, ein Schabebrot und Bussum Krabbe drauf. Michele, denkst du, die Krabben sind selbst gepult oder sind die nach Marokko? Nein, das sind gekauft, glaube ich. Weil zu pult halbe Kilo Krabbe, die ist ein bisschen ist zu viel Arbeit in die Küche. Eine kleine Mini-Krabben, um ein Kilo zu pulen, ne? Also da steht ein Mitarbeiter ewig, ne? Der es auch nicht kann. Der verhunzt mit die, der bricht die auseinander. Also ist es ja legitim, geschälte Krabben zu kaufen. Und Tanja findet es legitim, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Ist eine mittlere Qualität, würde ich jetzt sagen. Ja. Ah ja, das schmecke ich ganz klar. Büsum geschält. Reife Grad Büsum. Büsumer Hände. Nicht Marokko. Blödsinn. Also. Lass mal so, der Gericht, das ist top, ist gut. Tanja betreibt übrigens auch eine Kochschule. Sie ist es also gewohnt, zu probieren und zu bewerten. Also die Krabbensuppe schmeckt sehr lecker. Man schmeckt, dass sie selbst gemacht ist, aus Krabbenschalen und ist gut gekocht. Darf ich mal bei euch einmal probieren? Bitte. Danke. Na, da hat Tietje, ha? Ich ordne sie so ein, dass sie jetzt sagt, oh ja, aber erstmal schön, mal sehen, ob ich jetzt richtig liege, sonst. Wie war das noch gleich vorhin? Und? Nicht meins. Hatices Reaktion auf das Probieren des Krabbenfonds mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich habe es mir nicht so anmerken lassen. Und ich bin gespannt, wie sie am Ende darauf reagiert. Logisch, dass sich Katrin nicht mehr alleine an den Tisch traut. Hat es euch geschmeckt? Alles in Ordnung gewesen soweit? Deine Krabbensuppe ist genial. Das ist wirklich. Vielen Dank. Jetzt mit dem ganzen Charme, so habe ich noch mal probiert. Hast du probieren dürfen? Ne? Und jetzt auf einmal so umdriften. Ne? Also ein Fähnchen im Wind, die kleine Hatice. Ja, ich war gerührt. Vor Freude hatte ich Tränen in den Augen. Also alles gut. Was hattest du denn alles in deiner Möhren-Ingwer-Suppe? Möhren? Möhren. Klar. Ingwer. Ingwer. Mhm. Gemüsebrühe. Super lecker. Toll. Wirklich lieben Dank. Freue ich mich. War auch nicht groß, die Ingwerstücke. Ganz klein konnte man noch drauf beißen. Das war schon ganz nett gemacht. Ja, ich kann mich deiner Meinung anschließen, dass die Krabbenschaumsuppe wirklich super gut schmeckt. Selbstgemacht, toll. Schön angerichtet, spitzenmäßig. Toll. Schöne Aussage von einer Frau vom Fach. Also von mir eine glatte 1. Von den Krabben zu den Kapern. Michele hat noch etwas auf dem Herzen. Kaper sind immer rein in eine Säule. Sind richtig viele in das Wasser reingelegt. Ja. So, da muss ein bisschen pressen und da reinmachen. Weil da ein bisschen mehr einen Schluck Zitronen dazu. Besser. Das war vernünftige, konstruktive Kritik. Und da kann ich gut mitleben. Eben schwamm drüber. Katrin genießt es nun in Ruhe, die Hauptspeisen vorzubereiten. Niemand da, der kritische Fragen stellt? Hallo, na? Hallo. Na, Süße, was machst du denn gerade? Ich mach gerade für den Michele das Lapskaus. Okay. Ich möchte gerne Lapskaus essen. Ich habe das auch schon ein bisschen vorbereitet, weil wir machen dieses Lapskaus mit Tafelspitz. Ey, toll, super. Und wo kriegst du das her? Das Tafelspitz kommt aus der Region. Manche nehmen das Corned Beef aus der Dose, so Klassiker, ne? Ist doch Spitze, also vom Ansatz her, von der Qualität her schon mal. Ich habe dann jetzt hier auch ein bisschen Fond von der Tafelspitzbrühe. Ja. Die werde ich jetzt praktisch da einfach so rein. Oder woher? Mit Zwiebeln eingeschwitzt, ein bisschen Tomatenmark, ja, Wasser aufgefüllt. Der norddeutsche Klassiker ist übrigens auch bei Schweden und Engländern ein Hit. Beim Lapskaus ist es ja so steht es ja auch in der Karte. Das ist man ja eigentlich gar nicht so wirklich gewöhnt. Bei uns kannst du praktisch sehen, was drin ist. Okay, ja, also ihr macht das ein bisschen nicht drüber. Nicht durch den Bowl. Soll ich dir mal ein bisschen helfen mit Rühren? Darfst du gerne machen. Ich würde auch gerne diesen Rührstab nehmen. Hey, der ist ja cool. Das ist echte Hilfsbereitschaft oder doch mangelndes Vertrauen? Kochst du rote Beete selbst ab Nein. oder nimmst du aus Nein. dem Glas? Okay. Nehmen wir aus dem Glas. Dann bleiben die Finger auch schön sauber. Genau. Ne? Ja, kann ich gut verstehen. Das ist ein Frauengespräch jetzt, oder? Kann man die Handschuhe anziehen. Dann gebe ich den Löffel mal wieder ab. Aber früher wurde Lapskaus ja aus Resten gemacht. Wie machst du das heutzutage? Ich habe es selber mal gehört, aber ob das damals Tatsache so gewesen ist, weiß ich nicht. Lapskaus ist daraus entstanden, dass früher die Seeleute Skorbut hatten, also diese Krankheit, an der sie auch gestorben sind, für hauptsächlich Vitamin-C-Mangel. Dann hat man sich überlegt, was kann man über Wochen und Monate mit auf See nehmen? Und das waren eben konservierte Lebensmittel. Total gut auf den Punkt gebracht. Da fehlt bei uns fehlen da jetzt noch die Möhren. Ah, hier kommt noch ein bisschen Farbe rein.
Ist das farbenfrohe Seemannsessen denn jetzt schon komplett? Wo bleibt denn der Matthias? Ja, wir machen auch keinen Fisch rein. Bei uns, extra? Bei uns kommt der Fisch, Matthias, und als Garnitur kommt er mit uns bei uns auf den Teller. Und obendrauf wird dann nachher noch ein Spiegelei sein. Kartoffeln, rote Beete, Corned Beef, Matthias, bum, 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 schön. Wir bieten das natürlich momentan jeden Tag an. Toll. Und nachher haben wir das in der Saison, weil es ziemlich aufwendig ist, herzustellen, zu kochen, machen wir das immer freitags, Lapskaustag. Und dann kommen genau die Gäste, die bei uns Lapskaus essen, kommen dann zu uns. Das dürft ihr beide auch einmal probieren. Ich musste als Kind mal rote Beete mal meiner Tante Edith in Otterndorf essen. Das ist leider so ein Kindheitstrauma bei mir. Ich glaube, das hat fast jeder mit irgendeiner Sache. Und Katrin hat ja nur etwas von dem rote Beete-Wasser in die Kartoffeln und in das Rindfleisch gegeben. Ich habe es probiert und habe es so gut wie gar nicht geschmeckt. Ihr Lapskaus Essig, super lecker, wirklich, ganz toll. Also da ist jemand so negativ benetzt eigentlich, was rote Beete angeht. Das finde ich jetzt toll. Man schmeckt schön den Tafelspitz, Kartoffeln. Gut, Karotten könnte man jetzt drüber streiten, gehören klassischerweise nicht da rein. Es kommt noch der Matjes dazu. Genau, der hat Salz, ne, Spiegelei und es stehen ja Menagen auf dem Tisch. Genau. Schaut halt angerichtet immer eigen aus, ne? Sagen wir es mal so. Ne? Ja, dann kommt noch das Eiauge, sage ich immer. Ne? Christoph, was könnte jetzt noch schief gehen? Naja, schief gehen kann bei uns im Gastgewerbe immer irgendwas. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Zum Hinkriegen gehört auch das unfallfreie Hinbringen. Geschafft, jetzt muss es nur noch schmecken. Hatice testet das Rumpsteak, Meisterstück. Der berühmte Lapskaus nach Art des Hauses ist für Michele. Und Tina und Annika haben sich jeweils den Kabeljau bestellt. Ja, das ist das Zander, was ich hatte. Kann man so sagen. Ne? Preise sind doch völlig in Ordnung. Also, auch für diesen schönen Abend. Es sieht richtig gut aus. Ich hoffe, es schmeckt auch ein bisschen so aus. Guten Appetit. Danke. 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 Bleib auf. So, wer fängt denn an mit einer gepfefferten Analyse? Vielleicht Annika? Ich habe den Skrei, den du auch hast. Und meiner Meinung nach ist das Sauerkraut wirklich ein sehr kräftig gewürzt. Für mich zu viel Pfeffer dran. Das Fischfilet ist sehr toll gebraten, schmeckt ganz frisch, herrlich. Beim Püree kann man streiten, doch aber grenzwertig salzig. Es ist halt dann doch ein Ticken später. Gäste sind da, wir sind da, hohe Nervosität am Start. Ne? Kann schon auch dann mal ne? Salzstreuer ausrutschen. Ne? Aber der Fisch ist richtig frisch. Das schmeckt. Der ist super frisch, hätte ein bisschen mehr Zitronensaft. Und da hätte die Köchin ein bisschen mehr Salz drauf geben dürfen. Ja, und mehr Zitronensaft. Der ist super frisch, keine Frage. Ja. Der Skrei super gebraten, nur ein bisschen zu wenig Salz und Zitronensaft. Zitronensaft ist ja nicht für einen Fisch da, dass er wieder frisch wird, sondern das sieht man hier super toll, diese Fischmuskeln sind so schuppenartig angeordnet und das Fischfleisch zieht sich durch den Zitronensaft zusammen. Deshalb nimmt man Zitronensaft. So, und das 3S-System, säubern, säuern, salzen, kennen wir alle. Das hätte man hier etwas mehr machen können. Die Krabben sind jetzt auf diesen warmen Fisch gegeben worden. Die Krabben sind ja mit Sicherheit die gleichen, die wir bei der Vorspeise hatten. Und was ich ja schon angemerkt habe, Krabben dürfen niemals warm werden. Dadurch verlieren sie total an Geschmack. Hatte Mike das nicht auch so ähnlich gesagt? Muss man ein bisschen schauen, ne? Wenn die komplett kalt aus der Kühlung auf den warmen Fisch kommen. Vielleicht kann man die irgendwo hier kurz eine Minute unterlegen, dass sie nicht ganz so kalt sind. Warm, nicht im Sinne von warm, ich meinte Raumtemperatur, ein bisschen als Salat stehend und dann drüber. Ach so, hoffentlich drückt sich Michele bei seiner Bewertung etwas klarer aus. Lapskaus ist richtig lecker. Ist ja richtig lecker, super. Und du merkst du sofort, sind Stücke noch, ne? Sind selbst gemacht, was sind die Stück, handwerklich gemacht, so mit dem Messer geschnitten, in die Küche und top. Und der Geschmack im Mund ist nicht so salzig. Die hat mir richtig gut geschmeckt hier. Richtig frisch gemacht im Mund. Mit Karotten und rote Beete drin und Fleisch drin. War richtig lecker. Und Spiegeleier dazu war richtig okay. Hat richtig top gespielt. Erste Qualität war richtig gut. Schau, er feiert's.
Toll. Prima Stimmung im Fischrestaurant. Findet Hatice ihr Rumpsteak denn auch zum Lachen? So, ich habe Rumpsteak Meisterstück. Qualitativ ist der wirklich sehr gut. Super lecker. Ich hatte Medium bestellt, aber der ist durch. Ui, das wäre aber ganz und gar nicht gut. Ich glaub, es ist Medium Plus. Ja. Aber geschmacklich super, wirklich super Qualität. Ja. Medium Plus heißt ein Ticken mehr. So hätte ich es jetzt auch bezeichnet, weil ich war jetzt auch schon am Schauen und habe jetzt noch ein bisschen rote Farbe gesehen. Das siehst du nicht, wenn es durch ist, ne? Ich habe das zu einer Pfeffersoße bestellt, zu Steak. Ist lecker, aber für mich ist es dann wenig Pfeffer dran. Bei euch anscheinend, meine Pfeffer sind zu euch gewandert. Ich benutze wirklich viel Pfeffer in Soße. Das ist richtig pfeffrig, aber richtig pfeffrig. Man muss dann auch irgendwo in die Mitte treffen, dass es auch jeder essen kann. Ne? Dann lieber noch mal frischen schwarzen Pfeffer bestellen und selber noch mal drüber raten. Katrin und Christoph holen sich ihre Kritik persönlich ab. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Alles in bester Ordnung gewesen, einigermaßen. Gucken wir mal. Bitte schön. Ja, ich habe den Skrei. Ja. Der ist super frisch. Mir fehlt da dran Zitronensaft und Salz. Die Krabben hatte ich in der Vorspeise, habe auch bei Michele probiert. Da fand ich sie super toll. Ich würde es vielleicht als Extraschüssel anrichten, weil die werden so leicht hart und zäh, wenn sie warm werden. Sie hat letztendlich recht. Wenn du Krabben erwärmst, verlieren sie ihren Geschmack. Kein Thema. In Zukunft können wir bei solchen Gerichten die Krabben auf jeden Fall extra geben. Das macht Sinn, das stimmt. Ganz bisschen zu doll gewürzt, aber ich würde jetzt sagen, insgesamt lecker, aber vielleicht das so als ganz kleinen Hinweis. Okay. Ne? Also das Kraut ist toll, aber so, dann findet man noch die Pfefferkörner da drin. Hatice, die mag das ja total das gerne. Und für uns Dithmarsche ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Also okay. Insgesamt finde ich super gut, dass ihr hier die heimischen Produkte verwendet. Also da denke ich, ein paar Kleinigkeiten, aber auf einem guten Weg. Okay. Okay. Super gut. Super. Super, danke. Tanja ist sehr höflich und will auch nicht kritisieren, um jemanden zu vernichten, sondern sie macht das wirklich mit Überlegung. Und das finde ich toll. Michele hat auch noch mal nachgedacht. Und ich muss noch was dazu sagen, von meinem Lapsos-Kraut. Das ist richtig frisch gemacht, mit der Garotte, dicke Garotte und alles. Handwerklich ist ja gut, richtig top. Aber eine Korrektion wollte ich sagen. Ja. Fisch gehört zu Fisch. Matthias gehört in die Schale von Jakobsmuschel. Okay. Okay, ja. Aber das ist kein Problem. Ich glaub, ja. Aus einem Grund hast du da reingegangen, wie ein Dressing oder ne? Das und, ist und dann... Und dann einen Salat können Sie auch hier dazu machen, mit so auch auf Teller, kein Problem. Aber Fisch gehört in die Schale von Muschel da drauf. Okay. Okay. Ja. Können wir ausprobieren. Aber sonst hat es gut geschmeckt. Dankeschön, Christine. Danke. Danke. Kann man weggrinsen, ne? Sag ich jetzt mal, oder? Jetzt bekommt ihr euer Dessert und hoffe, damit können wir noch ein bisschen punkten. Ich freue mich auch. Ja, dankeschön. Danke. Ja, gut, danke. Ach, so schlimm ist das alles gar nicht ausgefallen, Katrin. Kopf hoch, würde ich sagen. Ist gut gelaufen. Nach dem Hauptgericht waren ein paar Kritikpunkte, das ist keine Frage. Aber das ist eigentlich halb so wild. Und jetzt kommt das Dessert und da rocken wir das nochmal. Überhaupt kein Thema. Rock'n'Roll in der Krabbenküche. Michele liebt Musik und kommt deshalb sofort vorbei. Hallo. Na, Michele. Wolltest du schon was vorbereiten hier? Michele, ich habe gehört, du magst die Sabayone mit den Bärenfrüchten. Michele, bei der Sabayone, ne? Dass er drüber schaut, ist logisch, ne? Die Früchte habe ich dir hier schon ein bisschen vorbereitet. Alles sehr frisch. Wenn die Früchte karamellisieren oder wenn es so gemacht wird, da rein in Sabayone? Die Früchte bleiben so und die Sabayone kommen oben drüber. Machen wir jetzt erstmal zwei Eier. Die trennen wir natürlich. Ja. Sabayone ist die italienische Nachspeise. Michele heute quasi der Kulturbotschafter. Ist dir alles tutto bene? Was denkst du denn? Ja, das ist ein Dräger. Das ist Galileo, Dregali Wort. Yeah, normale werden mit Marsala fine gemacht. Benutzt aber das schmeckt auch gut, weil das ist ein Dregali Wort. Genau. Der werden produziert in Salento, nicht vor Napoli.
in Avellino. Das ist doch schön. Also der Michele lässt auch zu, dass man ein bisschen von der Klassik abdriftet. Und das ist auch gut. Michele gibt sich großzügig. Wie rührend. So, wir rühren jetzt einfach so lange und hoffen, dass wir kein Rührei machen. Ja, nee, glaube ich nicht. Wie sollte das denn passieren? Das Ei könnte zu schnell stocken, wenn du nicht wirklich geübt bist beim Schlagen her. Dann hast du auf einmal Rührei da. Ne? Also deswegen lieber in eine Schüssel geben, auf einem Wasserbad. Und dann bist du da sicherer. Weißt du was? Da du ja könntest mich ja mal ein bisschen ablösen. Ja, darfst du es einmal für mich machen? Ah, da freut sich wer. Freuen ist stark untertrieben. Michele dreht komplett durch. Ja, Sabbalion ist schon fertig. Jetzt muss ich das nächste Mal probieren, wenn er angebrochen war. Ja, darfst du? Und? Lecker. Lob von höchster Stelle für die Weinschaumcreme. Bis hierhin, denn das Dessert bekommt noch eine Wärmebehandlung und was zum Anziehen. Jetzt ist das Dessert fertig. Ich würde jetzt nicht mehr drauf machen, weil weniger ist mehr. Das sagt Katrin so leicht. Andere denken, viel ist gerade genug. Ist alles sehr gut. Sehr gut gemacht. Der Teller ist auch gut. Aber ich möchte immer gerne diese Amaretine, Flamia Amaretino. Okay. Weil da passt dazu ein bisschen krokant im Mund. Okay. Weil es Obst dabei, Eis ist da und ein paar Amaretine, Flamia in Karamell drin. Ich hole die Amaretinis. Gibt so einen gewissen Crunch. Finde ich aber jetzt super, wie die Katrin reagiert. Ne? Hole ich dir. Jetzt werden ein bisschen Amaretine gebracht hier. Und was singt man dazu, wenn man. Sie. Cantare. Oh. Volare heißt fliegen und im fliegenden Wechsel übernimmt Michele das Cockpit. Amaretine auch da rein. Okay. Ja, jetzt lassen wir ein bisschen braun. Da staunt der Laie und Katrin wundert sich. So, jetzt machen wir ein bisschen Cognac. Soll ich dir ein bisschen reinschütten? Du flammierst ja, Moment, den. Jetzt flammier. Pass mal auf, jetzt kommt ein bisschen Feuer. Jo. So, und das ist dieser Amaretino schon fertig. Oh, schau mal, wie schnell der da rumwirbelt. Der Italiener brennt für seinen Beruf. Das geröstete Mandelgebäck geht nun in der Sabayone baden. Ein bisschen Puderzucker und das ist top. Da passt dazu. Wir haben schon jetzt schöne Amaretine dabei. Wir haben hast du richtig gute Sabayone gemacht. Schöne frische Obst dabei. Genau. Also top Dessert. Danke. Ja, danke. Ach, oh, klasse. Michele hilft in der Küche und bedankt sich dafür. Ob sich die anderen Mitstreiter für ihr Dessert auch bedanken müssen? Die Sabayone hat Michele für sich selbst verändert. Hatice nimmt den Erdbeereisbecher so, wie er ist. Tanja und Annika probieren die frische Waffel mit Heidelbeeren. Ah, das ist richtig schön. Richtig schön. Das sieht gut aus, oder? Ja. Lecker, lecker. Ich fang, glaube ich, so erstmal an. Gute Idee. Schließlich gibt's hier was zu gewinnen. Wie stehen die Chancen, Christoph? Ich denke, mit dem Dessert sind wir jetzt ganz gut davor. Es ist jetzt auch wieder so, das sind alles frische Produkte, alles frisch gemacht. Ich denke, doch, das passt schon. Michele beginnt. Wenn er jetzt kritisiert, kritisiert er sich selbst. Ich bin Italiener und liebe Sabayone. Und dann muss ich anschauen, in die Küche werden gemachte Sabayone hier. Und da habe ich gesehen, war richtig gut gemacht. Und ich habe einen Füller gegeben. Amaretine zu karamellisieren in Teller dazu machen. Und schmeckt ausgezeichnet. So schöne frische Obst auch drinnen gemacht hier. Ist richtig, richtig lecker ausgezeichnet. Aber der Pastateller funktioniert nicht. Das geht nicht. Pastateller ist für Pasta, für den Italiener. Nicht für Dessert, okay? Ein bisschen Dessertteller, was anderes genommen. Eine richtige Schiffsschale oder sowas, was passt hier in Norddeutschland ans Meer in Bochum. Aber das ist richtig top, sehr gut geschmeckt. So Sabayone in Norddeutschland, ich habe noch nie gegessen. Er feiert es, er hat noch nirgendwo in Norddeutschland so eine gute Sabayone gegessen. Also es ist jetzt mal vorrangig, ne? Tanja und Annika haben zwar nur eine Stimme, aber natürlich jeweils eine eigene Meinung.
Also ich habe hier die Waffel sicherlich frisch selbst gemacht mit der Heidelbeersoße, die ganz bestimmt aus dem Froster oder aus dem Glas sind, was ich persönlich jetzt aber gar nicht schlimm finde. Würde ich auch so machen. Geschmacklich lecker, sehr fein. Ich finde, es ist nicht zu süß, ist nicht zu sauer. Die Konsistenz ist fantastisch. Gefällt mir. Ich habe Schwierigkeiten, die Minzblätter einzeln zu essen, weil sie als ganze Busch serviert worden sind. Und dass die Sauciere hier auf dem Teller steht, gefällt mir auch nicht so sehr. Ich hätte sie extra gepackt. Die hat mich behindert beim Essen. Es hat der Löffel gefehlt in der Sauciere. Und die Sauciere gehört für mich nicht auf den Teller. Die macht man extra. Und das Tuch hat meiner Meinung nach auf dem Teller nichts zu suchen, von dem ich esse. Man kann da immer noch ein bisschen moderner werden, ein bisschen anders. Und was sagt Profikritikerin Tanja zum Gebäck? Ja, das Wesentliche hat eigentlich Annika schon gesagt. Ich hätte auch die Sauciere extra gestellt und ich hätte noch einen extra Löffel dazugegeben. Die Sahne ist frisch und lecker. Das ist mir immer sehr wichtig, weil ich Sahne liebe. Ja, total. Ich trinke auch morgens meinen Kaffee nur mit echter Sahne. So, und da waren aber, ich habe sie schon aufgegessen, so bunte Plättchen drauf. Die nimmt meine Tochter immer für die Weihnachtsbäckerei. Die hätte ich jetzt mal weggelassen. Das sind aber totale Winzigkeiten. Insgesamt toll, lecker, schmeckt mir. Vielleicht noch als Abrundung nächstes Mal eine Kugel Vanilleeis. Genau, das wollte ich auch sagen. Okay, aber Konsistenz und Geschmack war fantastisch. Ja, finde ich auch. Okay. Ja, gute Idee, ne? Ist auch so ein Klassiker. Genau wie Hatices Erdbeereisbecher. Wird der zum Punktelieferant? Also ich habe Erdbeerbecher bestellt. Also zu Jahreszeiten, dass es so leckere Erdbeeren gibt, dann hätte ich nicht gedacht. Die waren aromatisch, die waren knackig. Ist wirklich sehr lecker. Die Soße, die ist nicht so, so süß. Ich weiß es nicht, ob es selbst gemacht ist, das weiß ich nicht. Aber geschmacklich passt ganz gut. Das Vanilleeis ist nicht selbst gemacht, aber kann man auch nicht alles. Hier erwarte ich nicht, dass auch man selber auch wirklich sehr gute Qualität. Schmeckt dir? Lecker. Alles Sachen, die glücklich machen und von daher scheint es aufgegangen zu sein. Jetzt kommt die Rechnung. Schauen wir mal, ob die Summe auch überzeugt. Bühne frei für Kellner Martin. Der hat zur Rechnung noch einige Trostbonbons gelegt. Ich verteile euch. Bonche. Oh. Ja. Bonche. Ja. Bitte. Merci beaucoup. Ja. So, dann schauen wir, was haben wir denn da? Der Preis könnte bei der Punktevergabe noch eine entscheidende Rolle spielen. Also für uns alle vier 152. Fürs Essen 124. Trinken, Getränke sind knapp 30. Das also ich hätte etwas mehr gedacht, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten jeder drei Gänge. Ja, lecker Wein, Mineralwasser, Digestiv. Also bis 200 hätte man wirklich damit gerechnet, oder? Ja, 40 bis 50 Euro pro Person. Absolut toller Preis. Die Qualität, ne? Da darf er gerne noch mal ein bisschen kleinen Tick drauflegen. Das wäre völlig in Ordnung. Ob die Kollegen jetzt Punkte abziehen, weil es zu billig war? Katrin und Christoph sind mit ihrer Leistung zufrieden. Ist echt super gelaufen. Ja. Also ich finde, das, was wir leisten, das haben wir, glaube ich, heute schon ganz gut gemacht hier. Die Bewertung erfolgt aber durch die Konkurrenz und die möchte auch gewinnen. Man hat so ein bisschen ein paar kleine Charaktere schon kennengelernt, aber sie haben sich wirklich gut zusammengerauft heute. 8 Punkte. 7 Punkte von mir. 6 Punkte. Mikes Punkte gibt es erst am Ende der Woche. Die Schleswig-Holsteiner Woche startet also mit 21 Punkten für Katrin und Christoph und ihre Krabbe am Hafen. Morgen wollen Tanja und Annika das mit traditioneller Dithmarscher Küche locker toppen. Es bleibt klassisch, finde ich gut. Feuerfrei in der Ulmenklause. Die Konkurrenz wird sauer. Geschmacklich ist dieses Sauerfleisch, da fehlt alles.